Brief, geschrieben in Völklingen während deiner Dienstreise. Ein paar Sätze und Bilder nur, um zu zeigen, was ich hier so sehe und fühle. Hier oben in 62 Meter Höhe ist es ruhig. Geräusche klingen nur noch gedämpft. Egal, ob es der Völklinger Straßenlärm oder das dumpfe Summen des Stahlwerks ist. Ja, so habe ich mir das immer vorgestellt. Kohle und Stahl, ein Blick vom Dach, es dampft aus allen Schornsteinen und Kaminen. Ein beißender Geruch liegt in der Luft. Vieles ist hinter Schwaden verborgen, verhangen durch das, was hier nach oben steigt. Denn es gibt viele Öffnungen, die in den Völklinger Himmel zeigen. Unter der Autobahnbrücke duckt sich eine Siedlung. Häuser klein wie Spielzeug, wie Eisenbahnzubehör. Lärm von oben, Lärm von den Seiten und nebenan fließt ganz unauffällig die Saar vorbei. Schmutzig grün oder braun. Wenn man nicht weiß, dass sie da vorbeifließt, sieht man sie gar nicht. Und das liegt nicht an unserem Film. Schlacke gibt hier ihre Wärme ab und leitet sie freigiebig mit weißen Schwaden an den kühlen Frühlingsmorgen weiter. Ein wenig wie Vulkan sieht das aus, von hier oben. Ganz unten zu ebener Erde. Es ist heiß und was so sichtbar in der Luft liegt, legt sich auf die Lungen. Wer nicht immer hier ist, muss husten. Für die, die arbeiten, ist es wohl Gewohnheit. Viele Menschen sind es nicht, denen man in dieser großen Halle begegnet. Alles scheint sich von allein zu bewegen. Ein riesiger Kran kommt, setzt einen Deckel auf einen unendlich großen Topf mit glühendem Stahl. Da, wo der glühende Stahl dann langsam Formen annimmt, da geht es noch nicht ohne Menschen. Es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Das ist von Schiller, kennt doch jeder. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Unwirklich sieht alles aus. Räder, Röhren, Stangen und Streben. Klein und hilflos fühle ich mich da. Sicherlich, es gibt Leute, die können mir erklären, warum und wieso das alles funktioniert. Aber es fällt schwer zu begreifen. Die Wege sind weit hier. Automaten für die kleine Pause zwischendurch. Hinter einigen Scheiben sieht es heimelig aus. Das Licht fällt schmutzig, gelb, aber doch gemütlich durch fast blindes Glas. Die Leute haben sich Gummibäume aufs Fensterbrett gestellt. Neben dem Hochofen brauchen die Pflanzen mehr Pflege. Und manchmal kann Dreck sogar schön aussehen, zumindest auf Filmbildern. Ja, hier wird mir so richtig klar, was Arbeit ist. Und da rege ich mich manchmal auf, wenn ich nur den Müll runterbringen soll. Übrigens, wer es ganz genau wissen will, das alles braucht man wirklich, um Eisenbahnschienen, Sicherheitsnadeln und Kochtöpfe herstellen zu können. Oder Panzer? Der hat ein gutes Gesicht, pflegte mein Vater immer zu sagen, wenn er solche Menschen bei der Arbeit sah. Und so sieht es aus, wenn der Koks nach dem Backen, so heißt es wirklich, aus dem Ofen kommt und abgelöscht wird.
Jemand hat an den Weidensträuchern Blumen aus Plastik befestigt. Kunststoff wird so manches Teil aus Eisen überdauern. Bunte Farbtupfer an einem traurigen Frühlingstag. Vieles ist künstlich hier, wird nur noch erhalten, weil man nicht weiß, wie es weitergehen wird. Irgendwo liegt bizarr geformtes Eisen zwischen Moospolstern und gelblich verdochten Gräsern. Die Weidenkätzchen sehen aus, als ob sie weinen. Birken, die genügsam sind und fast überall wachsen, warten auf die ersten Blätter. Es hat geregnet zwischendurch und es wird in den nächsten Jahren an der Saar auch noch andere Tränen geben und mit Sicherheit nicht nur hier. Kohle und Stahl ernähren ihren Mann nicht mehr so wie früher. Aber wichtig ist, überhaupt Arbeit zu haben in diesen Tagen. Thank you.